Ja, moin, moin, liebe Zuschauer. In der heutigen Sendung von SD Talk geht es um den Goldpreis und den Silberpreis und die aktuelle Entwicklung, insbesondere in den letzten Wochen und vor allem der Ausblick, wie es in den nächsten Wochen weitergehen könnte. Denn egal, was derzeit an den Märkten passiert, der Gold- und der Silberpreis bekommen eigentlich zusätzlich einen obendrauf. Zins- und Inflationsängste drücken die Preisnotierungen auf ja, neue Jahrestiefstände. Und auch der starke US-Dollar, der jetzt ja fast die Parität zum Euro erreicht hat, sorgt dafür, dass die Preisnotierungen im Euro deutlich rückläufig sind. Und wie es weitergeht und worauf die Anleger in den nächsten Wochen achten sollten, darüber möchte ich mit dem Rohstoffexperten Andreas Lambrou sprechen. Moin, moin, Andreas. Grüß dich, Marco. Grüße dich auch. Andreas, ich habe es eben schon angesprochen, Zins- und Inflationsängste drücken massiv auf die Rohstoffpreisnotierung, also Silberpreis, Goldpreis. Gerade der Silberpreis erlebt so seine heftigste Verkaufswelle seit über 3 Jahren, seit den letzten 3 Jahren. Was sind denn jetzt hier eigentlich ganz genau die Gründe? Ja, da müssen wir halt ein bisschen konkretisieren. Also die Sache ist halt die, dass der Silberpreis, ich würde mal sagen, ist der kleine Bruder vom Goldpreis. Das heißt, wenn der Goldpreis schwächer notiert oder leicht schwächer notiert, dann geht der Silberpreis stärker schwächer. Geht der Goldpreis nach oben, ist das Vertrauen in Gold da, dann steigt Silber in der Regel deutlich stärker als Gold. Der Unterschied ist einfach, dass die Investmentnachfrage beim Silber sozusagen das Pendel ist, dass, sozusagen, dass das von einer Seite auf die andere dann überschiebt. Im Grunde müsste man sagen, wenn man Psychiater wäre, dass der Silberpreis manisch depressiv ist. Also man hat entweder nur die totale Manie, denn Kursziele von 100, 200, $300 beim Silber und totale Anlegereuphorie und steigende Kurse, oder man hat halt das genaue Gegenteil, stark fallende Kurse, rückläufiges Vertrauen, Liquidierungen, Lagerbestände werden liquidiert und so weiter. Unterm Strich muss man also festhalten, dass der Silberpreis eigentlich gar nicht so extrem schlecht performt hat, wie du das jetzt so dargestellt hast. Also ist klar, die letzten 12 Monate, ich habe ja mal aufgeschrieben, ist der Silberpreis minus 27% gefallen in Dollar gerechnet. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, der US-Dollar ist gegen Euro auf Parität gestiegen. Das heißt, in Euro habe ich jetzt einen Silberpreisrückgang von minus 14% Das ist ungefähr, krass. seit wir ungefähr das letzte Video vor etwa einem Jahr gemacht haben zum Silberpreis, als ich mich auch sehr positiv geäußert habe, muss ich natürlich so eingestehen, dass ich mit meiner kurzfristigen Prognose ein wenig daneben lag. Auf der anderen Seite sage ich auch, ja gut, ich bin zufrieden mit meinen Gold- und Silberanlagen, insbesondere mit meinen Silberanlagen, weil auf der einen Seite haben wir einen Aktienmarkt, der auch sehr stark verloren hat. Also man hätte auch damals, ich kann mich erinnern, letzten Sommer, da haben wir darüber gesprochen, über Technologiewerte und wie die überbewertet sind. Und Firmen wie Netflix, PayPal und so weiter, die hatten damals noch Höchstkurse und sind danach, ich weiß nicht, so um die 70%, 60, 70, 80% sind viele Firmen gefallen. Auch der Bitcoin hat dann im Herbst sein Hoch gebildet, ist danach auch über 60% gefallen. Also schlussendlich, man hätte es wesentlich schlechter machen können, als Silber zu kaufen. Das möchte ich mal so betonen. Ja, Auch also wenn das. jetzt, sagen wir mal, Dollar Cash im Verhältnis besser performt hätte, aber hätte Fahrradkette. Ich sage mal, wer sein Geld in Dollar anlegt, in Cash, in Liquidität, in Dollar-Liquidität oder noch schlimmer in Dollar-Anleihen. Die Dollar-Anleihen haben den größten Rückgang erlebt seit 1842. Es gab keinen schlechteren Anleihenmarkt seit Beginn des Jahres als ja, jemals als in diesem Jahr. Das heißt, die Zinsen sind nach oben gegangen. Wir haben jetzt so das Problem, dass wir jetzt auch wieder so ein bisschen positive Realzinsen theoretisch haben. Aber ich sage mal theoretisch, weil erstens kennen wir die zukünftige Inflationsrate noch gar nicht. Und ich glaube, die kann nach oben sehr, sehr deutlich überraschen. Und ich glaube auch, dass die offiziellen Inflationsraten geschönt sind. Das heißt, die plus 8, 9% bei der Inflation sind womöglich sogar noch untertrieben. Wahrscheinlich waren es sogar deutlich über 10% in den letzten 12 Monaten. Und niemand garantiert einem, dass die Inflationsrate jetzt wieder auf 2, 3% heruntergeht, sondern ich glaube vielmehr, die wird eher bei 5%
und höher liegen, auch für die nächsten Jahre gesehen. Und so haben wir also die Illusion einer positiven Realverzinsung, aber in Realität immer noch eine negative Realverzinsung. Und die ist das, was Anleger langfristig in die Edelmetalle bringt. Und ich glaube, das wird auch dann wieder eine Kehrtwende geben bei Gold und Silber. Da bin ich ganz zuversichtlich. Im Moment hat einfach niemand mehr Geld für irgendwas. Wir hatten es ja kurz angesprochen am Anfang unseres Videos, dass ich gesagt habe, ja, jetzt die Menschen haben einfach zu viele andere Sorgen. Wenn mir Nebenkostenabrechnungen um die Ohren fliegen, wenn ich in der Zeitung lesen muss, dass für nächstes Jahr in Deutschland Gaspreise so deutlich angehoben werden könnten und Strompreise, dass es 400 Euro mehr pro Haushalt ausmacht, und zwar pro Monat. Wo sollen die Leute die 5.000 Euro zusätzlich hernehmen? Ne? Also ich sage mal, steuerlich sind sie ja auch nicht gerade gut bedient. Es wird sehr, sehr viel Geld abgeschöpft vom Staat schon für alle möglichen Programme und Sozialmaßnahmen. Also ich meine, wenn dann kein Geld mehr da ist, dann kann man auch kein Gold und kein Silber mehr kaufen. Das ist sozusagen die Krux an der Geschichte. Ja. Das ist so, man kann den Euro, den man verdient hat, nur einmal ausgeben, und von dem Euro, den ich verdiene, gehen 52 Cent, glaube ich, an Vater Staat mittlerweile insgesamt. Ich kann jetzt auch wirklich mal 3 Euro ins Phrasenschwein packen. Cash is King. Ich glaube, das ist eine Devise, die aktuell ja doch schon ganz wichtig ist. Und du hast es eben ganz gut aufgezeigt, es ist wichtig, dass man seine Geldanlagen breit gestreut hat, um dann auch gewisse Schwankungsbreiten abzufedern. Und auch wenn der Goldpreis, der Silberpreis deutlich schlechter gelaufen oder schlecht gelaufen ist in den letzten 12 Monaten, so ist es immer noch so im Verhältnis zu den anderen Anlageformen, ist er doch deutlich weniger gefallen und auch die Volatilität war deutlich geringer, sodass man hier dann auch einen guten Puffer hatte. Und wenn man auf dich gehört hat vor einem Jahr und hat Silber und Gold mit ins Depot reingenommen, dann hat man hier na ganz klar auch diese Schwankungen, die man gerade bei den Technologiewerten gesehen hat, abgefedert. Wie siehst du denn jetzt oder wie erwartest du den weiteren Verlauf des Silberpreises in dem Jahr 2022? Ja, also gut, wir sind jetzt schon im Juli. Ich bin ja eher ein Mensch für längerfristige Ausblicke. Ich glaube, wir haben eine Chance, den Boden zu sehen in den nächsten 6 Monaten. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass Silber gebraucht wird. Die Industrienachfrage ist relativ konstant. Die kann natürlich jetzt so ein bisschen mit Rezessionsangst ein bisschen runtergehen. Aber auf der anderen Seite haben wir Elektroautos, wir haben Solardächer, die immer weiter forciert werden. Also die Solarindustrie und die E-Auto-Industrie, die ist ein sehr starker Nachfragetreiber für Silber und wird natürlich die Industrienachfrage, ich sage mal, konstant halten. Und später, nachdem das dann diese rezessiven Tendenzen zu Ende gehen, dann wird man auch wieder einen Anstieg bei der Industrieproduktion sehen, glaube ich. Und dann wird man auch wieder einen Anstieg beim Silberpreis sehr leicht sehen. Die Investorennachfrage, ob die jetzt zurückkommt im zweiten Halbjahr, da setze ich nochmal ein großes Fragezeichen. Normalerweise hätte ich gesagt, mit dem Ausblick vom letzten Jahr, hätte ich gesagt, es kommt zu einer größeren Investorennachfrage. Das war partiell sicher auch der Fall, aber aktuell hält sich so ein bisschen das die Waage. Wir haben immer noch eine gewisse Grundinvestorennachfrage nach physischem Silber, vor allem nach Münzen und Waren. Da ist die Nachfrage, die Tendenz immer noch so stark, dass, also wenn ich jetzt bei einem Münzhändler anrufe und ihn frage, ob er denn die neuen Münzen dann schon liefern kann, dann bekomme ich immer noch zu sagen, ja, Lieferkettenschwierigkeiten und überhaupt der Silberpreis in der Realität ist ein ganz anderer als an den Börsen. Das heißt, wenn ich jetzt Silbermünzen kaufen will, bekomme ich das eigentlich gar nicht. Und der Börsenpreis, der mir angezeigt wird, der ist relativ tief, weil da eben Terminverträge abgeschlossen werden. Aber auch hier, ich sage mal, heute früh sind wir unter 19 Dollar gefallen beim Silberpreis. Irgendwo ist natürlich auch Schluss, weil die Minen gar nicht mehr in der Lage sind, zu diesen Kosten zu produzieren. Ich habe also einige große Minen mir angeschaut. Also die versuchen natürlich, das in ihrer Bilanz so gut wie möglich darzustellen, weil sie Investorengelder eben angenommen haben und weil sie eben den Investoren Rechenschaft schuldig sind. Und da will man natürlich sich in einem bestmöglichen Licht darstellen. Also es wird niemals die wahren Produktionskosten werden nie ausgewiesen bei den Silberminen. Und selbst die geschönten Produktionskosten, die liegen
nordwärts, also oberhalb von 15 US-Dollar pro Unze in der Regel. Und nur sehr, sehr wenige Minen sind überhaupt in der Lage, unter 20 US-Dollar nachhaltig, langfristig positiv zu wirtschaften. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Lohnforderungen werden immer stärker, also verständlicherweise auch wegen der Inflation und so weiter. Und auch die Energiekosten werden immer höher. Das heißt, normalerweise würde ich sagen, jetzt unter 20 Dollar geht Angebot eher raus aus dem Silbermarkt. Das ist positiv. Es wird wahrscheinlich auch einige Bankrottmeldungen geben, einige Pleitefälle im Silbersektor leider. Und da muss man als Anleger jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele dieser tollen Silberminen im Depot hat. Ich hatte auch immer vor einem Jahr schon gesagt, erst mal Silber kaufen und dann die Minen anschauen, weil die Minen sind letztendlich eine Option auf den steigenden Silberpreis. Aber wenn der Silberpreis fällt, dann kann es natürlich für einige Quartale mal ganz übel in die andere Richtung gehen. Aber das ist dann wieder der Grund, warum der Silberpreis irgendwo, ich glaube mal zwischen, ja, grob gerechnet 15 und 18 Dollar wird er sich vielleicht stabilisieren und danach kann er sehr, sehr schnell nach oben gehen. Wir haben das beim Ölmarkt gesehen, als das Angebot plötzlich weg war, dann ist der Ölpreis regelrecht explodiert von 20, 30 Dollar auf über 100 Dollar. Und was Ähnliches erwarte ich auch beim Silberpreis. Und wenn wir allein, ich habe eine Grafik mitgebracht mit den Short-Positionen, also die leerverkauften Positionen der Silberhändler, vor allem Investmentbanken, die haben also extreme Mengen an Silber leer verkauft und müssen irgendwann mal eindecken. Und das steht in keinem Verhältnis zu dem, was Silber produziert wird. Also wenn wir uns anschauen, wie andere Rohstoffe gehandelt werden, da könnte man sämtliche Leerverkaufspositionen, jetzt bei Mais zum Beispiel, die könnte man in 10 Tagen eindecken. Bei Silber, da muss man ein halbes Jahr lang Silber kaufen, um die Leerverkaufspositionen zu schließen ungefähr. Und das ist ein Extremzustand, hatten wir auch in Vergangenheit öfters schon mal, aber ist im Grunde ein Garant dafür, dass der Silbertrade richtig ist und dass wir, egal wohin die Silberpreise fallen, dass man weiter unbeirrt dran festhalten sollte und weiter kaufen sollte. Ich glaube, ein ganz guter Indikator, zumindest von den Privatinvestoren, wird dann auch wieder die Edelmetall- und Rohstoffmesse sein im November, die in München stattfindet, die in den letzten 2 Jahren nur virtuell stattgefunden hat aufgrund Corona. Dieses Jahr, so ist es zumindest Stand heute noch geplant, wieder als Präsenzveranstaltung. Und da sind ja auch immer einige Edelmetallhändler. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass da extrem lange Schlangen davor waren und die Leute wirklich den Edelmetallhändlern, also die Gold- und Silbermünzen aus den Händen gerissen haben. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, da im November mal so einen kleinen Indikator zu bekommen, wenn ich da vor Ort bin und mir die Schlange angucke und auch das Angebot angucke, ob das Angebot in derselben Größenordnung wie früher da ist oder ob da dann auch schon das Angebot geringer ist und die Nachfrage weiterhin auf einem hohen Level. Ich glaube, das ist dann im November nochmal zumindest aus der Privatanlegersicht nochmal ein ganz, ganz guter Indikator. Andreas, ich möchte jetzt einmal vom Silberpreis wegkommen hin zum Goldpreis, denn in den letzten Tagen habe ich im Internet sehr viel gelesen, dass die Medien von einem kolossalen Absturz bei dem Goldpreis sprechen. Du lachst schon. Also ich sehe ja bei dir im Hintergrund deinen persönlichen Goldkeller. Du bist also gut versorgt. Kolossaler Absturz beim Goldpreis. Stimmt das deiner Meinung nach? Ja, wie gesagt, ich muss da immer lachen bei solchen Artikeln, weil schlussendlich ist das eben eine Momentaufnahme, die jetzt gerade mal aus dem Blickwinkel Jahresveränderung in US-Dollar immer getroffen wird. Und sobald Gold dann nur so ein paar Prozent mal ein bisschen schwächelt und ein bisschen korrigiert, dann kommen dann diese ganzen Berichte. Ich weiß gar nicht, woher die Journalisten da ihre Überzeugung nehmen oder ihre Argumente dann ziehen, damit sie dann immer schön das sogenannte Gold-Bashing betreiben können. Also das ist also schon verrückt. Also selbst bei, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren auf der angesprochenen Edelmetallmesse in München, da kamen dann ja so ganz, ganz negative Artikel dann im Handelsblatt von irgendwelchen Schmierfinken, dessen Namen ich schon gar nicht aussprechen möchte, weil das qualitativ so unterirdisch war und wurde aber immerhin in einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftszeitungen publiziert. Und da frage ich mich dann immer,
ob man dann, ob denn keine qualifizierten Journalisten arbeiten bei solchen Blättern oder wenigstens mal ein Chefredakteur drüber schaut vielleicht, ne, und vielleicht mal sagt, ja halt, also so ein Blödsinn kann man jetzt ja wirklich nicht schreiben, das ist ja an den Haaren herbeigezogen, aus den Fingern gezogen. Aber in diesem Zusammenhang mit der Presseberichterstattung fällt mir da auch noch ein, was der Spiegel, ich meine irgendwo im Jahr 1968 oder 69, das habe ich irgendwo mal ausgedruckt, an der Wand mir geheftet, da hat der Spiegel einen sehr, sehr negativen Artikel über den Goldpreis in US-Dollar formuliert und gesagt, ja, nachdem die Zentralbanken eben vom Goldstandard wegrücken, braucht man kein Gold mehr und der Goldpreis sollte eigentlich wertlos werden. Und das war eben direkt vor der großen Goldpreisexplosion der 1970er Jahre, der den Goldpreis dann um 20-fache nach oben gebracht hat, während Dow Jones und andere große Aktienindizes eben seitwärts gelaufen sind. Das heißt, wer sein Geld in Gold investierte, überwiegend, der konnte also sein Geld verzwanzigfachen und konnte auf einem ganz anderen Level in die 80er Jahre hineingehen, als das ohne Gold der Fall gewesen wäre. Ich sage nicht, man muss 100% in Gold haben, aber ich habe mir hier die Zahlen nochmal direkt aufgeschrieben. Euro, in Euro gerechnet ist der Goldpreis seit Jahresanfang immer noch so plus 5% etwa angestiegen. Auf Einjahressicht, als wir das letzte Video gedreht haben, ungefähr liegen wir beim Goldpreis plus 13%. Der DAX, wie gesagt, ist minus 20% gefallen. Also aus Eurosicht bin ich hochzufrieden mit meinem Goldinvestment. Habe mich also sehr gefreut darüber. Und auf 5-Jahressicht wird es sogar noch extremer. Da haben wir einen Goldpreisanstieg von plus 62%. Und beim DAX haben wir einen mageren Anstieg, plus 1,6%, wie gesagt, sogar gerechnet mit dem Performance-DAX. Das ist der DAX mit Dividendenrenditen reinvestiert. Zum Teil muss man ja seine Dividenden auch versteuern. Ich glaube auch nicht, dass jeder Anleger gleich am Tag der Dividende dann wieder mehr Aktien kauft. Also schlussendlich die Kursentwicklung im DAX, die ist sogar noch mal deutlich schlechter. Und wenn ich es mir auf die letzten 22 Jahre anschaue, seit der Jahrtausendwende, also als ich angefangen habe zum Beispiel in Gold zu investieren, dann hat der Goldpreis sich seitdem um knapp 500% gesteigert und erhöht. Und beim DAX komme ich so auf einen Anstieg von, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Ich meine, da hatten wir dieses Hoch im Jahr 2000, danach wieder günstiger Kurse. Aber wenn man irgendwo kurz vor dem Hoch gekauft hätte zur Jahrtausendwende, hat man gerade mal einen Verdoppler ungefähr erreicht, ne, mit inklusive Dividenden. Und okay. Das ist natürlich schon, also Gold tut, was es verspricht. Gold hält sozusagen sein Versprechen. Ich habe auch in meinem letzten Newsletter, zu dem sich die Leute gerne anmelden können, also wenn jemand bei den Zuschauern Interesse hat, wöchentlich bei mir zuzuschauen und zu lesen. Ich habe gerade letzte Woche meinen Vergleich gemacht mit meiner Schweizer Pensionskasse. Ich hatte noch so ein paar Restvermögen hatte ich in einem Schweizer Pensionsfonds geparkt, in Schweizer Franken, was ja auch eigentlich eine sehr gute Entscheidung war. Der Schweizer Franken ist ebenfalls zur Parität gelaufen zum Euro und wir hatten damals noch Schweizer Frankenkurse von 1,60 pro Euro und dann auf 1:1. Also das hat sich schon sehr, sehr gut entwickelt, das Schweizer Franken-Investment. Aber dennoch muss ich sagen, selbst in Schweizer Franken seitdem, also es waren so irgendwie, ich glaube, 15 Jahre Anlagezeitraum, hat sich Gold immer noch in Schweizer Franken nach oben entwickelt. So ist 50% etwa gestiegen. Also das heißt, selbst in der stärksten Währung der Welt, möchte man meinen, ist Gold über die letzten 15 Jahre deutlich gestiegen. Das heißt, wenn das jetzt einfach mal ein Jahr lang mal ein bisschen seitwärts läuft oder wir sind jetzt eigentlich schon im zweiten Jahr lang der Seitwärtsbewegung, dann staut sich langfristig eher wieder Potenzial auf. Ich schaue mir ja, ich habe ein paar Grafiken mitgebracht, die du gerne einblenden kannst. Das mache ich. Da hatten wir ja diese Goldentwicklung gegen die Geldmenge. Das halte ich immer für einen sehr guten Indikator. Die weltweite Geldmenge, die steigt und steigt eigentlich. Im Moment sprechen die Notenbanken davon, dass sie ein bisschen die Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen wollen. Das kann dann natürlich die Wachstumsrate der Geldmengen mal ein bisschen abschwächen. Das ist auch passiert. Und das bringt eben auch diese Volatilität an den Aktienmärkten mit sich, dass dann plötzlich völlig der Boden unter den Füßen weggezogen wird bei Startup-Unternehmen. Der Startup-Boom ist sozusagen komplett tot. Viele Internet-Ideen, die realisiert wurden, die haben minus 80, minus 90% Kursverlust
aufzuweisen, dass ein Anleger, der also sich davon blenden lassen hat, der riskiert sozusagen sein gesamtes Kapital zu verlieren. Und beim Gold haben wir immer noch einen Stabilitätsanker sozusagen. Ob das Gold jetzt nun plus 5% oder plus 10% oder minus 5%, minus 10% steht, spielt im großen Bild eigentlich keine Rolle, möchte ich sagen. Und aktuell, ja, wie gesagt, wir haben eben die Grafik auch mit den Realzinsen. Die Realzinsen sind ganz leicht im Dollar jetzt auf positiv geschnippt. Und das führt dann dazu, dass viele Anleger, viele Pensionskassen auch, die ziehen ihre Gelder ab aus dem Euroraum, gehen in den Dollarraum. Aber ich sage mal so, das ist keine langfristige Entwicklung. Ich glaube nicht, dass das ewig anhalten kann. Schlussendlich gehen eben Billionenvermögen, werden eben herausgezogen aus dem Euroraum, werden nach USA transferiert, wo dann eigentlich eine gewisse Überliquidität da ist, die dann auch in die Märkte dort angelegt wird. Deswegen ist die Performance der US-Märkte dann relativ immer noch stärker. Aber irgendwann kommt man halt zu einem Punkt, wo der US-Dollar zu stark ist. Und traditionell haben die USA dann immer Maßnahmen ergriffen, die den Dollar massiv geschwächt haben. Und also da möchte ich dann gar nicht investiert sein an so einem Tag. Wir hatten das in den 1980er Jahren, vielleicht erinnerst du dich, da gab es dieses Plaza Agreement. Das hat man sich plötzlich übers Wochenende, glaube ich, war das, hat man sich in einem Hotel in New York getroffen und hat dann entschieden, ja, wir werten den Dollar ab. Da kann der Anleger am Freitag beruhigt ins Bett gehen. Am Sonntag wird dann so eine Entscheidung getroffen von oberster Hand und am Montag kommt man ins Büro oder kommt wacht auf und seine Dollar-Investments sind plötzlich 10-20% weniger wert. Also ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Der Dollar ist ein sehr liquides Anlageinstrument. Lohnt sich auch hin und wieder mal Cash in Dollar zu halten. Aber wer meint, aus europäischer Sicht oder europäischer Anleger sein ganzes Geld in Dollar halten zu müssen, ja, der tut mir ehrlich gesagt leid. Den Handelsblatt-Artikel, den du ganz am Anfang eben angesprochen hast, den habe ich noch ganz genau vor Augen. Es zeigt sich wieder, dass die kurzfristige Betrachtung zwar vielleicht für die kurzfristige Betrachtung korrekt ist, aber dass man die langfristige Betrachtung gerade bei den Rohstoffnotierungen nicht außer Acht lassen sollte, gerade bei Gold und Silber. Und das hast du ganz eindrucksvoll gerade eben erläutert. Also da hoffe ich, dass die Zuschauer auch immer den langfristigen Faktor im Hintergrund oder im Hinterkopf haben und sich den auch noch beim Angucken von der Entwicklung her. Thema kurzfristig, da haben unsere Politiker ja gerade wieder so eine ganz interessante, ganz skurrile Idee. Die G7-Staaten, sie kommen ja auf die Idee, jetzt Gold aus Russland aufgrund der Aktualität zu boykottieren. Es ist im Gespräch. Da ist jetzt die Frage, da ist der ein oder andere, der jetzt glaubt, dass der Goldpreis davon dann auch massiv profitieren könnte, weil wenn weniger Gold auf den Markt kommt, dann ist natürlich das Angebot wieder geringer und die Nachfrage, wenn sie auf dem hohem Niveau ist, müsste dann ja den Goldpreis ziehen. Einmal, was ist deine Einschätzung zu diesem G7-Beschluss, zu diesen Überlegungen, die es da gibt? Und glaubst du, dass davon der Goldpreis tatsächlich profitieren wird? Ja, also grundsätzlich ist es sicher eine langfristige Entwicklung. Und wir hatten ja auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass sich der Goldmarkt so ein bisschen geteilt hat. Wir hatten also immer so einen westlichen Markt, der London Bullion Market sozusagen, der auch über die Schweiz mit organisiert wurde. In der Schweiz sind einige der größten Goldschmelzen der Welt. Also da hatten wir eigentlich so ein Zirkulationsmarkt, wie man sagt, wo das Gold innerhalb des westlichen Systems zirkulierte. Da kann man noch Australien noch als einen der größten Produzenten mit dazu nehmen, Kanada, USA. Und die haben dann ihr Gold dann immer in die Schmelzen in die Schweiz transferiert. Von dort ging es dann halt nach London und wurde dann alle Welt sozusagen hinaus verkauft. Und dieser Handel, der ist eigentlich schon etabliert. Und ab und zu mal kam es zu auch russischen Lieferungen über die Grenzen dann von Ost nach West sozusagen. Aber das hatte sich auch schon in den letzten Jahren schon immer ein bisschen verringert, das Ganze. Durch die russischen Zentralbankkäufe ist sozusagen das russische Gold auch weitgehend dann in ihrer eigenen Zentralbank
gelandet und da kam es dann zu gar keinen Exporten mehr aus Russland. Das heißt, wenn man jetzt das russische Gold im westlichen Handel boykottieren will, erstens, ja, es wird sehr schwierig sein, weil ein Goldbarren kann man jetzt so direkt nicht voneinander unterscheiden. Das ist also, ob die Wirksamkeit der Goldsanktion möchte ich jetzt mal in Frage stellen. Aber es blockiert natürlich jetzt den direkten Exportweg von Russland nach London zum Beispiel. Aber ja, ist im Grunde unerheblich. Es tut sich jetzt auch am Goldpreis kurzfristig jetzt noch nichts deswegen, weil, wie gesagt, der Goldpreis im Westen gebildet wird, an der Chicagoer Terminbörse, an der COMEX. Und ja, da haben solche Entscheidungen jetzt keinen direkten Einfluss. Aber man hat natürlich den östlichen Goldmarkt. Und der ist natürlich die wesentlichen Produzenten in diesem östlichen Goldmarkt. Das ist China und Russland. Das sind die zwei größten Produzenten. Und die können natürlich ihr Gold selbst kaufen, was sie auch machen, die Zentralbanken, aber auch möglicherweise eben untereinander handeln. Also es gibt eben auch in Shanghai eine Goldbörse, die orientiert sich noch immer ein bisschen am Chicagoer Goldmarkt, weil man sagt, ja, das ist halt die Weltleitbörse Chicago. Aber Shanghai hat eben diesen spezifischen Unterschied, dass man das Gold physisch ausliefern darf und dass es sozusagen in Statuten festgeschrieben ist. Das heißt, wenn ich in Shanghai mein Gold kaufe, dann kann ich mir das wirklich ausliefern lassen, während es in Chicago eine Kann-Option ist. In Chicago sind die Statuten im Goldmarkt eher so, ja, wenn es zu, also ich da kann das natürlich anmelden, mein Interesse am physischen Goldbezug, aber wenn jetzt kein Gold mehr da ist, dann wird mir dann halt einfach ein Scheck in die Hand gedrückt sozusagen. Wenn man gesagt, okay, es wird dann jetzt der Juli-Kontrakt wird dann halt jetzt gesettelt, sagt man, also wird dann einfach abgewickelt und dann bekomme ich mein Geld in Dollar. Das heißt, in Chicago habe ich überhaupt keine Möglichkeit zu kontrollieren, habe ich überhaupt Gold oder kann ich überhaupt Gold so erwerben oder wird in letzter Instanz, wenn kein Gold mehr da ist, wird dann einfach mir der Dollar in die Hand gedrückt, der Dollar wertet ab etc., während ich in Shanghai eben den physischen Goldzugriff habe. Und deswegen, also ist eine Frage, ob das jetzt langfristig, also es kann natürlich jederzeit kann etwas passieren, was sozusagen den Kapitaltransfer zwischen Ost und West sehr einschränkt. Und das, ich sage mal, das könnte ein Ereignis sein, das wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, worüber, aber es kann sich natürlich jeder denken, es könnte zum Beispiel eine Invasion von Taiwan sein aus China. Das ist eine so eine Sache, wo dann plötzlich von einem Tag auf den anderen die Welt wieder ganz komplett anders aussehen würde, ähnlich wie beim Ukraine-Krieg. Und das ist dann, wenn so etwas passiert, so ein großes Ereignis, dann könnte ich mir vorstellen, dass West und Ost nochmal eine Mauer ziehen, die Kapitaltransfers nochmal extrem eingeschränkt werden, auch die Güter, die zwischeneinander gehandelt werden, das könnte nochmal richtig richtigen Schlag ins Konto geben, wie man so schön sagt. Und ja, in so einem Fall würde sich dann der Goldpreis vermutlich dann der physische Goldpreis, der reale Goldpreis massiv nach oben abkoppeln können. Und ich glaube, wir sehen eben die Vorbereitungen eines solchen Marktes, weil dann würde niemals mehr unkontrolliert aus irgendwelchen Handelsecken kann man dann Gold hin und her transferieren. Das wird dann alles vielleicht über eine Zentralbank laufen. Ich glaube, irgendwo wird der Welthandel schon noch auf einem gewissen Maß weiterlaufen müssen, weil sonst können wir alle die Segel streichen. Also ich glaube, es gibt ein beidseitiges Interesse in China und Russland an Exporten und genauso gibt es ein Interesse in Europa, in den USA an Importen sozusagen. Und deswegen, aber es wird eben über zentrale Stellen möglicherweise abgewickelt, vielleicht die Zentralbanken, die dann untereinander ein ganz anderes Goldpreisniveau eben festlegen könnten. Also es gibt also sehr viele Möglichkeiten, wie sich das jetzt entwickeln könnte. Und das ist sozusagen ein ganz kleiner erster Schritt in diese Richtung. Vielleicht sind es 10, 20 Schritte und wir haben jetzt diesen ersten Schritt, den wir diskutieren. Okay. Andreas, halten wir fest, vieles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Silberpreis und Goldpreis in den Medien steht im Moment überall drin, heftige Verkaufswellen und deutlich unter Druck. Das ist aber, wenn man das mal langfristig betrachtet, eben nicht der Fall. Anleger sollten auch da die Ruhe bewahren. Und es zeigt sich, dass auch im Vergleich mit Anleihen oder Aktien dann doch die Rohstoffinvestments dann einiges abgefedert haben, insbesondere in der Euro-Währung im Depot beziehungsweise bei den Anlagen, die man getätigt hat.
Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig für die Zuschauer auch, dass man da mit Ruhe und mit Bedacht in das zweite Halbjahr 2022 geht, sich hier nicht irgendwo treiben lässt und auch von irgendwelchen politischen Entscheidungen hier jetzt nicht irgendwie treiben lässt, sondern das Ganze in Ruhe abwartet, weil auch die Auswirkungen am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gravierend sein werden, wie der ein oder andere vermutet aufgrund so einer Entscheidung. Genau. Ich würde auch ganz kurz noch anmerken, investieren. Also ich habe die letzten 20 Jahre ja schon in gewisse Erfahrungswerte mitgenommen. Schlussendlich habe ich so angefangen wie jeder andere auch, habe alles auf einmal investiert und dachte, ja, jetzt bin ich der König, nicht? Aber schlussendlich, man muss den Gedankenprozess haben, investieren ist ein Prozess. Ich habe jeden Monat so und so viel Liquidität zur Verfügung, Sparbeträge, was auch immer. Und damit investiere ich langfristig. Und dann schaue ich mir sozusagen das Menü an, jeden Monat oder einmal im Quartal. Manche schauen vielleicht nur alle Halbjahr oder einmal im Jahr drauf. Aber genau das, was günstig ist, das sollte man dann immer ein bisschen verstärkt kaufen. Das erfahren die Anleger bei Share Deals, auch in unserem Share Deals Chat aus verschiedensten Kreisen. Und jeder bietet sozusagen die preiswerte Ware an, die er zur Verfügung hat, die Experten. Und dann kann sich der Anleger dann aussuchen, was passt zu mir, woran glaube ich und was ist mein Glaubensgebilde. Und also selbst Warren Buffett hat mehrfach schon betont, dass er am allerwenigsten an den US-Dollar glaubt. Das heißt einfach nur den US-Dollar halten, weil es jetzt gerade Sinn macht. Das könnte eben, wie gesagt, ein fataler Irrtum sein oder wird es wahrscheinlich auch mit höchster Wahrscheinlichkeit sein. Langfristig habe ich einen Goldpreisausblick von 3.000 bis 5.000 Dollar. Ich glaube, da könnten wir hingehen. Wir müssen einfach nur dem Trend folgen. Der Goldpreis bewegt sich immer noch relativ gesehen in einem ähnlichen Trend wie beim letzten Anstieg 2000 bis 2020. 2000 bis 2011, Entschuldigung, und diese 10 Jahre Aufwärtstrend im Gold, die sind nach wie vor gültig, haben 2016 etwa das angefangen und das wird also auch weitergehen, glaube ich. Okay. Andreas, das ist ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Das gibt mir Hoffnung für die Goldmünzen, die ich auch in diesem Jahr wieder bestellt habe und die im Oktober geliefert werden, die 100-Euro Goldmünzen. Da bin ich ja seit ein paar Jahren auf der Sammlerseite unterwegs, um da auch einen gewissen Grundstock im Gold, physischen Gold zu haben. Hab wieder vielen lieben Dank für deine umfassende Information. Wer von den Zuschauern noch mehr Informationen haben möchte, beziehungsweise über die einzelnen Dinge nochmal mit dir sich konkreter austauschen möchte, du hast es eben schon angesprochen, der soll einfach in den Share Deals Live-Chat kommen. Da bist du als Experte auch immer Ansprechpartner im Rohstoffkanal, da kann man dir die Fragen stellen, beziehungsweise sich mit dir dann auch zu den Rohstoffpreisen, aber auch zu den Rohstoffaktienmärkten austauschen. Dann nochmal vielen lieben Dank und sollten wir uns das nächste Mal persönlich sehen, kannst du mir gerne aus deinem Goldkeller den einen oder anderen Goldbarren nochmal mitbringen, dass ich mir den auch nochmal anschauen kann. Ne? Ja, ich schicke dir gerne was zu. Ne? Danke dir. Mach's gut. Du auch, vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Liebe Grüße, ciao. Ciao.